Ich habe einen Sprachfehler. Gibt's ja gar nicht. So. Jetzt Obacht. Hierhin, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann dahin. Hitschlag, ja. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Da geht's jetzt nicht weiter. Ich höre Dinge. So. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir jetzt. Siehst du? Hab doch gesagt, ich höre Dinge. Ja, jetzt dürfen wir uns nicht verlaufen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Weg richtig interpretieren. Ja, dann gehen wir hier durch und dann kommen wir da rüber. Okay. Tadam, tadam. Tadam. Runter, ne? Ja, spielt keine Rolle. Genau. Ich erinnere mich. Da sind wir nämlich auch links rumgegangen. Und da war nichts. Dann können wir auch rechts rumgehen. Was liegt Marz? Was geht, Alter? Alter, ich mach dich platt. Willst du Alter, ich kann die Kamera nicht bewegen. Was ist los? Ach so, da war ein Vieh. Hörst du auf? Ach so, da waren Steine, genau. Alter, es ist neblig. Okay. Gucken. Da sind wir. Boah, das ist aber. Was eine dicke Suppe. Ja. Das war irgendwas, wo BD1 gescannt hatte. Und uns Info gegeben hat. Oh, guck mal. Sasquatch. Neblig Weite. Wer hätte da mit Nebel gerechnet? Genau so ist es. Ah, guck mal. Wir sind sogar auf dem richtigen Weg. Na dann. Gehüpft. Tutum. Auf. Ah, hallo. Hörst du auf? Alter, ich glaube, ich habe im ganzen Spiel nicht so viel Energie verloren wie jetzt in dem Endgame. Das ist, glaube ich, das zweite Medipack, wo ich jetzt benutze. Danke, Kumpel. Thanks, mate. So. Na, da wollen wir nämlich nicht rein. Wir wollen hier rechts rum. Da scheint ein Fahrstuhl zu sein. Hier. Ach, und ein paar Samen. Ja, wir müssen 10 verschiedene Samen pflanzen, damit unsere Gärtnerin Pili den Garten erweitert und wir damit vielleicht sollten wir mit dem Prospektieren anfangen, was weiteres freischalten können auf der Map. Weitere Dinge.
Gesundheit. Ja, das sind alles Kobo-Stachler. Kann den Lift hier nicht benutzen. Warum? Gibt's denn hier keinen Lift? Oh, Digga, ich muss da runter. Hier runter? Ja, Mann. Oh, das kann ich aber regeln. Pass auf. Oder auch nicht. Ja, genau. Den abscheulichen Schlund da. Warum kann ich den Lift nicht benutzen? Müssen wir anscheinend hier lang. Aber da ist ja nichts. Es sei denn, ich falle hier runter. Oder lass mich fallen. Und der Lift ist dann halt der Rückweg, ne? Komm, wir gucken mal. Oh, was gibt's denn hier? Warum kann ich da hin? Ist da was? Halt die Klappe. Eine Buddel rum. Ne, das ist ein Licht. Das ist gar kein Greifhaken Haltemechanismus Gerät. Das heißt hier fallen lassen? Ne. Halt die Klappe, Alter. Oh, es waren ein paar. Okay, what do you want? Kann ich hier? Ich glaube schon. Pass auf. Haha. Bin ja kein kleiner Dummer, ne? Oh, oh, oh. Aufhören. Rosie hatte recht. Das Ding war übel. Ah, wenn ich hier den Fokusmodus benutze, dann wechselt er das Schwert. Also wir haben ja verschiedene Lichtschwerter und noch einen Blaster. Das sind dann die Stile, ne? Die verschiedenen Stile. Und da scheint er das dann zu wechseln. Jo, was geht? Das wäre der Fahrstuhl gewesen. Das ist er. Ja, cool. So, und nu? Gibt's ja noch was? Nee. Hier ist noch was. Noch so ein Gerücht. Erkunde die Kammer der Hohen Republik im Wald. Haben wir das nicht gestern schon vorgehabt? Okay. Wo bin ich? Hier irgendwo, ne? Ja. Okay, dann können wir hier zurück zu unserem Meditationspunkt, um die Schnellreise zu benutzen. Das schaffen wir doch, oder? Bestimmt. Oh. Oh. Wenn man richtig springt. Bei 65% sollte da noch einiges sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist nur der Planet. Jeder Planet hat eine eigene Prozentangabe. Ja, und ich habe doch was gesehen. Guck mal, Galaxis. Schreibt das gar nicht, okay. Aber Kobo, wo wir gerade sind, 65,3. Da haben wir 91,9. 100% auf Tanalore. Das war
die letzte Mission. 97,3 auf Novagaron. Das ist diese Basis, wo wir gestern nochmal durch sind. Also, da müssen wir anscheinend erst noch Gerücht freischalten oder irgendwas. So, Jeddah haben wir auch noch 72,5 und Coruscant 82,2. Ja, da geht noch was. Hallo? Da ist ja nichts. Okay, nee. Da können wir nicht zurück. Da gehen wir mal den... Kann ich hier hoch? Nee, ne? Ist zu hoch. Na, hier war ich doch schon. Wie war das denn? Ah, jetzt hat er die letzte Spur nur noch. Wir probieren es einfach mal. Okay, wie kommen wir hier wieder weg? Komm. Komm. So, das ist ja nichts, ne? Haben wir gesagt. Nee, nee, nee. Ging es hier weiter? Aber sowas von. Da war nichts versteckt. Nee. Okay. So, kurz gucken. Ah, perfekt. Kommen wir genau dahin, wo wir müssen. So, Fähigkeitspunkte haben wir auch wieder 2. Da können wir auch mal eben gucken. Hauptsache, wir haben das mal voll hier. Vor allem... Ne, ich glaube, Macht ist doch recht wichtig hier. Telekinese. 3 brauche ich da. Damn, boy. 2. Oh ja, komm. Mach voll. Da. So. Da. Schnell reise. Da hinten wollten wir hin. Sonst noch was? Da hinten geht auch noch ein bisschen was. Na komm, gehen wir erstmal dahin. Diese komische Ding da. Erdingsen. Oder? Hey. Ja, das sind aber einige Gerüchte, ne? Sehr cool. Können wir überall hinspringen. Bitte mal in die richtige Richtung. Kurz die Lage checken. Ich glaube, hier wäre ganz cool, ne? Um hochzukommen. Wahrscheinlich ist es hier besser. Alter! Also, wer sich die Steuerung hat einfallen lassen, ne? Der gehört gesteinigt. Dahin. Oh, Kluftpassage. Ist denn das die windigen Berge, die Schluchten? Das war schwer. Unser Fischfreund.
Ach, genau. In dem Raum, den haben wir doch übersprungen am Anfang, weil wir nicht wussten, wie es geht. Sachte, sachte, Junge. Das hier ist ein wahrlich seltener Fang. Was ist das? Der sagenumwobene Pfarrfisch. Seine Geschichte ist voller Gier und eine Tragödie, die einen bis auf die Knochen durchnässt. Es gibt nur noch wenige Pfarrfische wegen ihrer schmackhaften Drüsen. Sind alle weggezogen nach Far, Far Away. Großmaul Far. Ich will sie aber wir müssen uns unterhalten mit dem, leider. Um eines Tages einen Partner für sie zu finden. Du spielst den Kuppler, was? Hast du früher schon mal andere Pfarrfische gefunden? Nein, aber beim Angeln geht's darum, die Welt besser zu machen, als man sie vorgefunden hat. Eine Welle ist nur so gut wie der Stein, mit dem du sie verursachst. Wie wär's jetzt mit deiner Geschichte, Junge? Ja. Die Geschichte geht weiter. Mit deinem Gerücht freischalten. Ich warte ich vor der Ankunft der Grapnel. Dieses große Schiff kam auf uns herab, wie ein Anker in die Tiefe. Ein furchterregenderes Schiff hast du noch nie gesehen. Es war spitz wie ein, wie ein Fisch. Aha. Die Nase eines knochigen Fischs. Es hatte drei riesige Klauen. Aus Rübennasenhausen. Ja, genau. Das Fahrwerk. Aber dann öffneten sich die gewaltigen Kiefer. Ei, die Laderampe. Sei jetzt still und lass Scuba erzählen. Ach, die gewaltigen Kiefer öffneten sich und erbrachen die schreckliche Crew. Üblere Fischer hast du noch nie gesehen. Angeführt von dem übelsten von allen, Captain Vanjek Vett. Der bärtige Besalisk er werde in unseren Gewässern fischen. Wie bei nackter Kanone. Whitey Whiteman. Auf die seltensten Finger aus. Wir Sakavianer weigerten uns. Schließlich hatten wir die große Knappheit. Jeder Fisch war wertvoll. Aber dem wilden Captain waren unsere Nöte egal. Mit einem Rülpsen zog er aus seiner Reuse eine gewaltige Harpune. Warte, schrie der kleine Scuba und hüpfte von seinem Stein. Ich kenne diese Gewässer wie den Geschmack meiner eigenen Zunge. Unter dem Eis sind kaum Fische. Aber, fuhr ich fort, wenn ihr mich mitnehmt und mein Dorf in Frieden lasst, zeige ich euch, wie ihr die seltensten Fische an euren Haken bekommt. Der schreckliche Kapitän strich sich durch seinen brackigen Bart. Nach einer langen Pause streckte er mir seine Hand entgegen und grinste fürchterlich. Junge, sagte er, du hast Glück. Ich brauche jemanden für meine Crew, der sich auf dem Meer auskennt. Oh, Kerl, könnte ich nur zurückkehren zu dem Moment, als ich Captain Wetts furchtige Hand ergriff. Wäre ich noch nie von einem Stein gestiegen. Aber meine Begegnung mit Undern hatte mir einen Hang zum Unbekannten beschert. Ich konnte dem Ruf des Abenteuers nicht widerstehen. Und ich musste meine Leute retten. Also legte ich mit der Grapnel ab und dachte an meine Aufgabe. Ich würde ein Fischer für Captain Wetts sein. Natürlich hatte mein Abenteuer erst begonnen. Denn kaum trat die Grapnel in den Orbit ein. Mehr Ärger, nehme ich an? Aber ich schwafle schon zu lange. Komm wieder, dann erzähle ich dir mehr. Ja. Jetzt nicht. Jetzt gehen wir da mal gucken. Vielleicht können wir da jetzt rauskriegen, was hier Sache ist. Ja, ne? Klingt irgendwie wie Captain Blaubeer. Da hast du recht. Oh. Warum springst du nicht? Da hinten war auch noch eine Kiste, genau. Oh, okay. Oh, komm, ein Fahrstuhl. Wo war denn die Kiste? Da hatten wir was gebastelt. Ah, hier. Kriegen wir die mittlerweile auf?
das können wir nicht hacken. Okay. Heißt, hier ist irgendwo Strom. Störung. Die Fähigkeit hatten wir ja vorher noch nicht. Dementsprechend können wir jetzt mal gucken. Aber ich sehe nichts. Bestimmt da oben. Okay. Wenigstens können wir jetzt mal das Teil hier rufen. Ich kann den Lift noch nicht benutzen. Oder auch nicht. Oh, das ist hoch. Da waren wir noch nicht. Oh Gott, das sieht gruselig aus. So wie beim Zelten. Mit Taschenlampe von unten anleuchten und Gruselgeschichten erzählen. Gut. Wir müssen da hoch. Wir hatten... Letztes Mal, als wir hier waren, hatten wir hier Kisten genommen. Wieso geht das nicht mehr? Oh. Aufpassen. Oh. Oh, mal hingesetzt. Da kommen wir trotzdem nicht hoch. Aber hier. Kommen wir hin. Da ist nichts versteckt. Ah, guck mal da. Da liegt eine Datendisk. Ob wir das schaffen? Nö. Ein klares Nö. Okay. Aber wir hatten doch... Wir hatten Kisten gestapelt, oder? Bin ich mir ziemlich sicher. Geht das jetzt nicht mehr? Da unten ist auch nichts. Naja. Oh. Okay, komm, geh nochmal da hoch. Oh. Oder lass dich fallen. Weil... Nicht. Genau so. Ich hätte schwören können, dass wir das bewegen konnten. Kisten gestapelt, um da hochzuklettern. Rennen. Nein. Nee. Ah, da hinten. Da leuchtet was. Okay. Da scheint die Batterie zu sein. Gucken wir mal. Mal aufpassen. Weil im Bogen sollte es doch gehen. Du musst die Flugbahn justieren. Hier irgendwo draufstellen. Oder da durch. Was kaputt machen. Irgendwas. Wir müssen an die Batterie da dran. Also an den... an das Dingen da. Wie man es nennen will. Ich
Okay, probieren. Versuchen wir es nochmal. Steiler. Ich sehe auch keinen offensichtlichen Punkt, wo man sich hinstellen müsste. Was hat den hier? Der passt aber nicht. Ja, ne? Wo ist unser Freund mit dem Jetpack? Wir müssen besser zielen. Hätten wir ihn mal nicht getötet. Hä? Von hier? Das ist zu weit. Hier? Man sieht es ja eindeutig, ne, das Regal da hinten. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hoch? Also ich könnte mir vorstellen, dass man hier irgendwas reinstecken muss, ne? Da. Aber was? Man nicht durch, oder? Irgendwo einen Spalt übersehen. Ein Spalt, wo man dahinter klettern kann, hinter die Basaltsteine hier. Da war ja nichts, ne? Kannst du auch nicht klettern? Da wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee. Oh, man kann hier klettern. Aber was soll uns das bringen? Okay, warte mal. Wenn wir von dem Seil aus irgendwo hinspringen können. Ja, aber da ist ja nichts. Vom Seil aus schießen geht auch nicht, ne? Das testen? Nee. Kann man nichts machen. Oh! Geil. Okay, dann haben wir auf jeden Fall. Lass uns das See zeigen. Datendisk. Sonst ist alles dicht. Ist auch nichts. Okay. So, aber von hier aus treffen wir die Battery. Geil. Komm. Bam. Für Lackierung, Alter. Geht's immer noch nicht? Was wollt ihr denn? Guck mal, da oben ist ja was. Wie soll man da denn hinkommen? Ah. Aha.
einfach dahin. Aussichtsdeck. Kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, was das hier für ein Teil ist, für eine Position. Aber macht ja nichts. Wir haben hier soweit alles erledigt. Die Abkürzung freizuschalten, können wir auch ein andermal machen.